Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan und ich bin heute in Berlin unterwegs zum Sonnenaufgang. Es ist jetzt gerade 4.30 Uhr. Wir stehen jetzt hier vor dem Berliner Dom. Und wenn ich so nach oben gucke, dann ist es doch relativ bewölkt. Ich hoffe trotzdem, dass wir am Ende ein gutes Licht bekommen. Ich nehme euch heute mit und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich denke mal, ich habe hier schon einen ganz guten ersten Spot gefunden. Ist zwar eine relativ einfache Komposition, aber wahrscheinlich gucken wir trotzdem relativ gut in den Sonnenaufgang rein und haben den Berliner Dom schön im Hintergrund, trotzdem als Hauptelement mit drin. Bin ich auf jeden Fall jetzt aktuell noch zu weitwinklig unterwegs. Ich nehme das jetzt hier auch gerade mal auf meiner Kamera mit auf. Das ist jetzt sogar ein 16:9 Format, das heißt oben und unten hätten wir sogar noch ein bisschen mehr Platz eigentlich. Und ich finde gerade hier die linke Seite, die ist relativ uninteressant. Und selbst auf der rechten Seite, finde ich, muss man gar nicht so viel sehen. Ich würde also den Zuschnitt vom Bild wirklich noch ein bisschen enger machen. Deswegen werde ich jetzt hier mal meinen 24 bis 70 mm draufschrauben. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich so bei 35 mm am Ende sein für ein optimales Bild. Du siehst jetzt auch am Himmel, hinten am Horizont, da klart das Ganze so ein bisschen auf. Ich hoffe wirklich, dass wir dann am Ende ein bisschen Farbe in den Himmel bekommen, dass die Sonne doch ein bisschen durchscheint, die Wolken von unten ein bisschen anleuchtet. Mal schauen, das ist immer so eine Glückssache, gerade am Morgen, wenn man sich sowieso quält, früh aufzustehen, dann hofft man natürlich umso mehr, dass es sich dann auch lohnt am Ende. Aber ich glaube, wir könnten heute was ganz Gutes hinbekommen. So, jetzt bin ich gerade bei sogar mehr als 35 mm. Ich würde mal schätzen ungefähr 42, 43 mm. Jetzt habe ich einen ganz coolen Bildausschnitt, der mir persönlich ganz gut gefällt. Ich habe jetzt hier unten diesen Pfosten im Wasser, der so gelb angeleuchtet oder gelb angemalt ist. Den habe ich jetzt mal rausgenommen. Den sieht man hier unten noch ganz bisschen. Den würde ich dann tatsächlich rausstempeln später. Der Berliner Dom, der ist jetzt schön im Hintergrund, aber trotzdem das Objekt im Bild, um das es geht. Und das Pergamonmuseum, was dann von rechts als schöne Linie auch nochmal so ein bisschen in die Komposition mit reinkommt. Himmel haben wir genug drauf. Ich finde ihn aktuell noch nicht so spektakulär, deswegen bin ich jetzt erstmal bei der Komposition. Wenn wir später tatsächlich einen Himmel haben sollten, der wirklich richtig genial aussieht, würde ich wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen weitwinkliger gehen, damit man dann noch ein bisschen mehr davon drauf bekommt. Aber so erstmal, denke ich mal, bin ich relativ zufrieden. Bin jetzt bei einer Blende 8, ISO 100 und aktuell bei 2,5 Sekunden. Das ändert sich jetzt natürlich. Belichtungszeit wird immer kürzer. Vielleicht packe ich auch gleich noch ein paar Filter drauf, muss ich mal gucken. Aber erstmal passt es soweit. Übrigens, ganz wichtiger Tipp, wenn ich ein Foto gemacht habe, dann gehe ich immer einmal in die 100% Ansicht rein. Ich habe mir das hier einfach mal auf die Mitteltaste gelegt, als Shortcut quasi. Das heißt, wenn ich hier einmal drauf drücke, dann bin ich sofort in der 100% Ansicht drin und kann dadurch optimal die Schärfe kontrollieren. Das ist ganz wichtig, weil mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich eine ganze Reihe von Bildern gemacht habe, die nicht 100% scharf waren. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich manuell fokussiere. Und dementsprechend direkt immer danach kontrollieren, ist das Bild scharf, dann habt ihr wirklich gute und saubere Ergebnisse. So, wir gehen noch mal ein Stück weiter nach hinten. Einfach noch mal ein paar andere Perspektiven suchen. Ich bin immer so ein Typ, ja, so zwei, drei Perspektiven erstmal raussuchen. Wenn dann das beste Licht da ist, dann entscheide ich mich für eine Perspektive. Aber das ist schon mal eine ganz gute. Aber ich glaube, wir finden noch eine bessere.
von der Theorie her habe ich hier gerade einen richtig coolen Spot gefunden. Ich glaube, es halt auch extrem doll, jetzt auch im Video, weil wir hier gerade in dem Tunnel stehen. Aber der Tunnelausgang, der dient so richtig schön als Rahmen für das eigentliche Foto, also für den Berliner Dom. Der wird hier schön eingerahmt. Und ich mache jetzt hier nochmal schnell ein Foto. Dann blende ich euch das mal ein. Also die Perspektive gefällt mir richtig gut. Wir haben nicht optimale Bedingungen, weil hier so ein paar Sachen noch im Weg stehen. Ich glaube, die Perspektive sieht auf jeden Fall auch richtig stark aus. Schön das Motiv quasi eingerahmt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein richtig gutes Motiv ist, wenn die Sonne dann aufgegangen ist und dann so ein bisschen hinter den Berliner Dom kommt. Wenn man dann so diese krassen Sonnenstrahlen mit dem Bild drin hat, ich glaube, dann sieht das richtig, richtig gut aus. Und wenn halt der Einkaufswagen da weg ist. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter rüber. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht von der anderen Seite von der Brücke auch noch mal was hinbekommen. Da hätten wir den Fernsehturm dann mit drauf. Die Sonne geht ja da irgendwo gleich auf. Der Himmel hat Potenzial. Ich bin gespannt, ob wir irgendwas mit Farbe noch hinbekommen. Ja, abwarten. Glückssache. So, jetzt habe ich hier zwar nicht mehr den Berliner Dom, aber dafür den Berliner Fernsehturm als Motiv. Haben das Ganze jetzt auch wieder schön eingerahmt hier. Ich muss jetzt gerade mal noch ein bisschen gucken, ob ich das so hinbekomme, dass ich den Frame wirklich oben, unten und an den Seiten habe. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Mal schauen. So ein bisschen hier mit Brennweite spielen, ein bisschen mit dem Abstand spielen. Vielleicht geht noch ein Stück weiter zurück. Wenn man seine Perspektive finden will, dann muss man manchmal einfach einen halben Meter weiter zurückgehen, einen halben Meter zur Seite, mit der Brennweite manchmal ein bisschen spielen. Und dann bekommt man Sachen hin, die man normalerweise so erstmal gar nicht sieht mit dem bloßen Auge. Aber ich kann dir nur empfehlen, das immer mal wieder zu machen. So, okay. Das sieht jetzt einigermaßen okay aus. Ich mache jetzt erstmal ein erstes Testfoto. Naja, zufrieden bin ich damit noch nicht. Mal schauen, ob wir noch weiter zurückgehen können. Gefällt mir noch nicht so sehr. Irgendwie die Perspektive hat es mir noch nicht so angetan. Ja, das schon eher. Wenn ich jetzt hier noch ein Stück weiter zurückgehe, also wenn ich jetzt hier mal ganz an die Kante rangehe, ich bin jetzt hier gerade bei 60 mm, was natürlich den Vorteil hat, dass wir nicht mehr so viele stürzende Linien drin haben, obwohl ich die Kamera jetzt relativ stark nach oben angewinkelt habe. Aber jetzt gefällt mir der Frame so langsam ganz gut. Jetzt haben wir den Frame auch oben noch so ein bisschen drin, zwar nicht komplett, aber es reicht mir eigentlich aus. Und wir haben einen schönen Himmel im Hintergrund. Also wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Perspektiven gefunden. Der Himmel ist leider nicht ganz so schön geworden. Ich warte mal noch ab, bis die Sonne ein bisschen hochkommt, aber also das eigentliche Motiv mit dem Himmel, was ich haben wollte, das habe ich auf jeden Fall heute nicht bekommen. Ist halt so, manchmal muss man mehrmals aufstehen, manchmal muss man sich mehrmals aus dem Bett quälen, damit man das perfekte Foto bekommt. Das funktioniert nicht immer direkt am Anfang. So, der Himmel ist immer noch nicht gut, aber ich habe hier zumindest noch mal eine Perspektive gefunden, die ich irgendwann noch mal fotografieren kann, falls die Bedingungen mal besser werden. Und zwar habe ich jetzt hier im Vordergrund mal dieses Geländer noch mit drin, was auch noch mal so eine schöne führende Linie ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch vielleicht noch mal so ein bisschen als ja, Rahmen dient für die Bildunterkante. Ich finde, von der Perspektive her sieht es eigentlich ganz cool aus, aber naja, der Rest halt nicht so. Ich glaube, es wird auch heute nichts mehr. Wenn ich mal so gucke. Ich gucke mal ganz kurz aufs Wetterradar.
Sieht nicht so aus, als würde es viel besser werden in der nächsten Zeit. Ja Leute, eigentlich wollte ich euch mit diesem Video zeigen, wie wir so einen richtig coolen Sonnenaufgang in Berlin fotografieren. Das hat jetzt irgendwie leider überhaupt nicht geklappt. Wir haben leider überhaupt keine Farbe am Himmel gehabt. Und wir haben gerade aufs Wetterradar geschaut und das sieht auch nicht viel besser aus, dass jetzt irgendwie die Sonne rauskommen könnte. Schade eigentlich, weil ja, ich mag es immer ganz gerne, wenn ich so epische Videos machen kann und das Ganze am Ende cool aussieht. Aber ich will euch halt auch mal jetzt zeigen, dass nicht immer alles funktioniert. Und genau so ist es. Also, die Message von dem Video ist, ihr müsst wahrscheinlich mehrmals aufstehen. Ihr müsst euch mehrmals aus dem Bett quälen, wenn ihr ein gutes Foto haben wollt. Man kann nicht immer alles beim ersten Mal machen. Aber genau das ist ja auch die Leidenschaft bei der Fotografie, dass man eben öfter aufsteht, dass man probiert, das perfekte Motiv zu finden und die perfekten Bedingungen dazu zu haben. Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, trotzdem gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, ob wir mehr solche Videos machen sollen, wo ihr einfach mal mitkommt zum Fotografieren, wo ich nicht halt nur Bildbearbeitung mache. Und wir schauen uns die Bilder aber trotzdem gleich mal zusammen noch im Büro an. Nee, obwohl, machen wir nicht. Die sind zu schlecht. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, postet sie einfach in die Kommentare. Und falls ihr auch mehr solcher Videos sehen wollt, wo ihr mit zum Fotografieren kommt, postet es auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten folgt mir auf Instagram und schaut mal in meinem Online-Shop vorbei, falls ihr Videotrainings zum Thema Lightroom, Photoshop und Lumina haben wollt. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.